arbeitest du schon an deinem Film, an dem Drehbuch? Ja, von Anfang an. Aber der Ralf filmt das, der filmt alles. Nee, du musst ja nicht mich anschauen. Nur die Tickets, Mama. Ralf, aber du sollst dir auch Selfie machen, sonst bist du gar nicht dabei. Doch, ich gebe ihm nachher in Georgien. Der hat zwei Kass. Ich habe zwei Fotoapparate. Ups. Die braucht man nie. Genau. Dann schwimmst du nach Istanbul. Hast du schon fotografiert? Ja, alles. Ich dachte, das ist kein Foto, das ist ein Video. Hier schon volle Türken stehen. Das ist gefilmt, heißt nicht fotografiert. Ein Video. Ja, ich weiß. Ich habe doch gesagt, das Flugzeug ist auch relativ leer. Und wahrscheinlich, ich kenne ja von der Rostadt die Mentalität, die kommt kurz davor das Recht schlug. Gibst zurück dein Geldbeutel nicht mehr. Habe ich dir doch. Ich habe dir nur 10 Euro genommen. Ich habe dir doch mein Geldbeutel gegeben. Ich habe ihn dir gegeben. Du hast mir gegeben. Nee. Lass mal aber du hast ich habe das ist nicht registriert. Ich dachte, du scherzt jetzt. Welche jetzt meine? Werden, das einfach solange du mich nur beim Wasser trinken filmst und nicht beim Wasser lassen. Warte nur. Das bloß dich nicht anmerken. Ja, genau. Das ist viel mehr. Ja, ich vergesse immer aufzunehmen, was weißt du. Sie hat Deutsch gelernt, 5 Jahre. 5 Jahre, sie versteht alles. Und ich habe ihr gerade erzählt, dass die Familie aus Polnissi kommt, dass wir das erste Mal hier sind. Sie tanzt ja, schau mal, die Kleine. Sie macht schon Schritte. Ja, genau. Wo ist der Peter? Ach, schon wieder macht er eigene Wege. Ja. Er soll auch. Das ist halt, man sieht wieder so einem sowas wie das Pferd. Ausgemacht. Okay. Bin ich durch? Ja. Komm, ich nehme sie. Wieso? Ja. Weil zurück müssen wir wahrscheinlich sie auch benutzen, oder ja. Nicht? Vielleicht. Hin und zurück, ja? Ganz normal. Ja. Ganz normal. Das ist das Motto des Tages. Es ist wie Zahnrad. Ja, ist doch. Heidelberg fährt immer, wenn sie voll ist. Also ist doch, ja. Ganz normal. Solange nicht voll ist. Mal hier oder ja, hier natürlich, kleines Mädchen. Ja? Ist doch unser Fall. Ja. Guck mal, da kann man sich auch hinsetzen, wenn ihr wollt, Mama. Nein, da vorne hat den besseren Blick. Hier hat man den besten Blick. Ah so, ja, stimmt, da ist Sitze. Ja. Ein Zahnrad. Peter, setz dich. Du musst hier mehr Eindrücke haben wie ich. Ach, Quatsch, das musst du erleben. Na dann. Der muss ja mehr erleben. Mach mal so. Aber ohne Pfeifen. Ohne Pfeifen. Das kannst du auch filmen, dass ich die Heimat immer mitnehme. Mensch, alles, was du zeigst mit Pfeifen, ist
Eine Pfeife? Ja, schon wieder gepfiffen etwas. Ach so, ja. Beim Salutieren. Das ist Newton und Einstein. Boy. Ja. Denn mit dem Apfel, das ist Newton. So. Wir haben miteinander nicht viel zu reden. Das und die Formel, guck mal, E ist gleich MC. Und weißt du, warum der Newton mit dem Apfel? Natürlich. Wie er die Schwerkraft entdeckt hat. Weil der Apfel ihm am 8. Kopf gefallen ist. Ja. Oh, wie ist ja. Auch ja. Schon ja. Ich muss mich immer entscheiden, mache ich mit Handy oder mache ich mit Kamera? Wir haben noch einen Weg vor uns. Das ist ja genial. Ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hält die noch mal auf der Mittelstation, aber wir fahren aber bis ganz nach oben. Okay, ja, das ist so. Oh, das, ja, ist, das ist meine Mutter hier hochgefahren. Das war doch schon modern wahrscheinlich inzwischen. Aber sie sprach doch immer von diesem Funicular. Echt? Ja, Lieschen. Sprach immer von Funicular. Ja, ja. Es war noch die alte Bahn wahrscheinlich. Ist egal, aber sie war hier. Den Weg ist sie gefahren. Moment, siehst du auch, wie groß die Stadt ist? Wie weit ist es denn? Du musst es mal vorstellen, meine Mutter mit ihren Jungen, als Mädchen hat sie da hingeguckt. Wie alt war sie da? 15. Das war so aufregend, wo sie zum ersten Mal mit Oma oder mit dem Vater. Das hat sie gesehen, die Stadt von oben. Geändert hat inzwischen und breiter, mehr Häuser, mehr Dächer. Haben wir die Kirche gestern gesehen? Nee, gell? Da waren wir nicht. Doch, das war das, was immer so geglänzt hat, so schön. Immer mit Gold. Da waren wir gerade am Wachtank gegangen, so vorbei. Und von dort konnte man in der Ferne sehen, wie das so richtig strahlt. Wo sind jetzt die Himmelsrichtungen? Wo ist Süden? An der Sonne ist ja immer jetzt im Osten. Ja, wo glaubst du Süden? Schatten. Also Sonne kommt ja von hier. Also in einer Stunde ist sie total im Süden, dort ist Süden, oder? Und was ist das? Das ist mir gestern auch nicht aufgefallen. Von oben jetzt, mit der, das Dach, ganz... Diese Pavillon. Hier, die Blätter, siehst du die Blätter? Der Bahnhof. Ja, ja. Das Dach. Da ist auch eine Kirche da. Da fährt ein Zug. Schau mal, da ist noch eine Kirche da. Oh ja. Verstehe. Und da fährt ein Zug, siehst du, Ralf? Da ist eine Bahn. Okay. Wie gepflegt, sowieso schön, weißt du? Die Bäume. Wie geht es dir, du? Scheiße. Du Arme. In Georgien ist es sehr schön. Bis jetzt war schön. Ich fühle mich sehr frei. Bis jetzt war schön. Ja, schön. Jetzt Georgisch singt ihr, schau mal. Ja. Ja, endlich mal. Georgische Musik machen. Man muss immer Zinandali trinken. Was? Sollen wir noch 5 Flaschen bestellen? Ja, nicht gleich, verkosten muss man.
Katze macht ihre Runde nehmen. Большие, такие большие ресницы. Смотри, всем она несет вот эти вареные белые. Она там две тарелки несет вот так вот, полные вот этими штуками. Я думаю, она сейчас за стол две тарелки такие огромные. Там, наверное, по 10 штук было в каждой. Thank you.
сборной итальянский гуру. Да, и в Лигурии, когда я была в Лигурии, да. Там вот очень как на Италия, точно. На подругу, в Лигурии, ну, что там похоже. Думаю, что где-то в Южной Европе, где-то. Боже мой, какая же. Невероятно, так вот необычное, да. Неожиданное и необычное. Литр. О боже мой, какая прелесть. Ты denkst, это из стюка из Мерхен? Was für Ausblick, Sie haben da Terrassen, Sie haben mit Möbel, Gartenmöbel da draußen. Unglaublich. А живут чем они? Вот своим этим плодородием, земледелием. Вы знаете, у них в долине есть это сам виноградники, а сейчас, конечно, туристам больше. Каждый дом это гостиница. И можно, это можно переночевать тут. Да, там переночевать. О, как лежит невероятно, как лежит красиво. Да. Как красиво. Ja, wohl, er spricht ja auch so viel. Ja, das ist gut. Ja. War der Schuchmann in Deutschland auch schon etwas mit Wein zu tun? Der hat keine, also nichts der, zu tun mit der hat nur Wein, Geld investiert und aufgebaut. Der ist nur Investor hier, sonst Wein macht hier lokale Leute, unser Hintertechnologie. Der vertraut einfach dem hier, dem Fachwirt. Und letztes Mal fangen wir Flaschen zu trennen bei Morsch und damit die Hefe, die in den Flaschen gibt, setzt sich ab. Mhm. Dann diese Teil von den Flaschen bei minus 20 Grad eingefroren. Das wird noch geöffnet, ja? Und dann kommt der Korken. Ja, die sind schon. Die ist schon. Die sind fertig, aber die nicht. Da kommt noch Korken nachher. Abwaschen und etikettieren, ja. In dieser Maschine wird die Flaschen, also vorne Teil, bei mir. Ja, das ist ziemlich alles so. Fast Handarbeit, weißt du? Ich dachte, dass sie so viel. Ja, die wird auch Hand. Ja. Jede Frage einfach. Hier. Die sind so klein. Когда дорога влажная, она скользкая, вы знаете. У меня зимние эти...
Der Weg nach Katharinenfeld. Riesige Steine, die haben wir so gelassen, weil das Wasser kam von oben da und so zum Fluss und das konnten wir nicht, wir wollten erstmal die rausnehmen, aber die sind so tief in die Erde, aber sollen bleiben, paar Meter, das ist ein Stück Ewigkeit. Nicht 10, aber vielleicht 6, 7 Meter, wir haben es nicht geschafft. Das ist die Frösche, die richtige Frösche. Ja, die Guschki dann. So haben wir die gelassen. Ja. Gibt's nicht. Es ist ja unfassbar. Что оригинальное, может быть, это стена еще. Они тут на старом швабском разговаривали, между собой обсуждали каждый камень. Почему это думал, что это в центре? Es steht noch. Es steht noch. Вас. Ома. Da ist Oma Lotte geboren. Hier diese kleine Häuschen. Hier ist Oma Lotte geboren. Steh mal davor und sag es noch einmal vor der Kamera. Du guck mal, der geht doch dorthin lang. Ja, ja, ja. У них 8 детей было, какой-то маленький. Вон он туда сейчас идет. I don't know who it is. Ich weiß nicht, wer es ist. Oskar Speiser dahinter. Also hier ist Oma Lotte geboren. Hier. Mit dem Balkon hier ist Oma Lotte geboren. Aber diese Beton, das ist angebaut. Und diese... Ești în germană. Amat. Mai intru ce ceva, ho. Amat ce n-a prebi. Schorobden, rogot amat mihden, aia am să. Ja, und da hinten dran ist Oskar Speise. А живёт? Тут карим гаврек, да шевидлен. Живёт ещё кто-нибудь там? А там живёт сейчас кто-то? Can go inside? Yeah, we she will open the door and здесь в Армении армяне живут. Да, армяне. Люди живут. What does she say? I don't speak Russian. She said that in this house the Armenians are living, in this house the Georgians. We can go inside and you can check. Вот это дома. Да. Да. И это место было. Вместе были. Да, знаешь как? Das war ein Haus. Das war ein Haus. Das haben sie wahrscheinlich. Yes. Ja, ich sag doch, dass diese Beton ist neu. Kartula zrogundutra. Ak didebi tchorobne. Geige. Ara ak didebi tchorobne. Mokhutebi. Ak akhalgazde. So, in this house they were living the adults. Ak tsakhshi akhalgazde. And here there was the youngest. The youngest. Back then. Yeah, this was the one house. Давай, заходите, смотрите. Okay. You can come. А можно, да, можно зайти? Как не можно? Ну как? Чужое же не свое. Не, я же здесь живу. Она живет здесь. Здесь армяне живут, здесь она. А это разделили, это было одно, да? Это было одно, да, одно. Так что?
Quinn, Robby, don't you? Дуб. Дерево, да. Дерево, дуб. Самый крепкий. Ему не страшен ни... Ни время, вода, ни погода. Ничего. Да. Ничего. Ну, это было, видно, было подсобное помещение, где скота или что-нибудь. 9-й год. Но это, по-моему, за... Ну, построили. Они строили не за 10 лет. Да. Вот это уже... Ну, в 49-м году же их не было здесь. Они же были высланы или нет? Нет, они высланы были 100 лет позднее. Это 1849. А, 1849. Это они как раз приехали. А, приехали. Они лет 20 уже жили. А, да, да, этот да. Дом построили сразу, этот позднее. Да, а вот да, этот... Да, да. Ну, построили. Они строили не за 10 лет. Да, да, да. Вот это уже... Ну, в 49-м году же их не было здесь. Они же были высланы или нет? Нет, они высланы были 100 лет позднее. Это 1849. А, 1849. Это они как раз приехали. А, приехали. Они лет 20 уже жили. А, да, да, этот да. Дом построили сразу, этот позднее. Да, да, а да, вот да, этот... да, да. О, сразу видно. Там первый этаж. Он уже... Вот этот? Да, да, а он уже дольше стоит, потому что сделан уже немножко по-другому. А ну, сверху, наверху они... Пристроили. Это пристроили. Внизу все внизу тот же самый. Внизу оригинальный, да. Да. Вот там мы можем посмотреть камни. Видите, фундамент он оригинальный. Видно, конечно. Но на нем штукатурка, конечно, не держится. Не-не-не. Они по-другому делали тогда. Да, конечно. Ну это, конечно, деревцо, дерево еще то. Кто-то его когда приехал, посадили. Да, да, да. Это всех времен, и это дерево тоже, наверное, все. А это уже большое здание. Может, у них тут какое-то управление было? Nicht, die Oma hat gesprochen, Schwäbisch. Ich weiß Schwäbisch. Ach, Schwäbisch. Aber so kann ich Schwäbisch. Ach, das war schon ganz gut. Schwäbisch. Warum? Почему, откуда? А? Кто научил? Ich bin da geboren. Aber bist keine Deutsche. Deutsche? Nein, du bist nicht Deutsche. Nein, also, nein. Aber hier geboren. Ich bin da geboren mit dem... Sie spricht Schwäbisch? Nein, ich hab's gehört. Sie ist hier geboren. Ich weiß nicht, Video. Ich запиши его. Ah ja, ich das снимаю. Ich verstehe alles, was Sie sagen. Ich verstehe auch. Es ist Altdeutsch. Ich habe gut. So wie meine Oma, so hat sie gesprochen. Ja, wir einfach Vergangenheit. Alle aber nichts mehr da. Die Spuren, Следы от родственников. Они тут жили. А где, в каком доме? А вот ищем. Hast du schon gefragt, kennen Sie meine Familie? А, что? Фамилия, как было? Какая фамилия? Arnold Reber. Arnold Reber. Almendingen, Reber. Almendinger, да? Ja, Speiser. Wackenhut. Wackenhut ist Aserbaidschan. Фантастично. Deutsch. Этмон, даже никто не приходит, чтобы швабский был, чтобы я с ними. Сейчас я тоже, у меня двоюродный брат, сестра.
Все по-немецки разговаривают. Was sagt только sie? Шапский. Sie sagt, alle kommen, die sprechen Deutsch und niemand spricht Schwäbisch mit dir. Aber das ist kein Problem. Ich verstehe alles, was Sie sagen. Das ist nur Schwäbisch, aber es ist immer noch Deutsch. Ich habe schon vergessen. Ich habe viel Kinder. Aber ich habe viel Kinder. Es ist genial. Er hat Deutsch gesagt, wie meine Babi. All meine Dinge, Kromer, Speiser. Das habe ich vergessen. König war ja Alejanova zu Ulihanova. Und wie ist Ihr Name? Ulihanova Tamara. Und Ihr Mädchenname? Ulihanova Somechia. Ulrich, oder was? Ulihanova. 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 Und wie ist Ihr Mädchenname? Это ваша, ваша девичья фамилия или по мужу Алиханова? Кто была? Нет, мое имя Тамара, и все. А, зон, а бай, здесь от филяжа Ансти зави. И сейчас Тамара, да смус рахи. Тамара Алиханова. Да, когда немецкое время, когда мне Клара. Бабы, ваш Клара, Тамара, и все. In German time, they call her Clara. Meine Freundin. Meine Frau heißt Clara. Aber Arvici Tore, he told that he had some pictures. So ich guck noch mal. Ja, du musst es sehen. Ja. Das sieht man gleich. She had some many pictures with everybody who was coming. Unglaublich. Ja. Bei ihm sieht man das, aber der geht auch in die Länge nicht so sehr. Ja. Da wohnt aber niemand mehr. Ah, weil die müssen ja auch ihr Vieh und ihre Pferde auch irgendwo unterbringen. Ja. Verrückt, dass es noch steht. Aber es ist eine Ruine. Мы же без них тоже жили в квартире 4. Чебускинцев 53, квартира 4. Road. Aber da hinten ist eine Antenne, jemand wieder der Dienst. Road. Ja, das Ding. Ich habe mich schon behandelt. Я уже там увидела уже всё намазала уже. Ich habe mir schon hier. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass hier der Opa gespielt hat als kleines Kind und die Mädchen angepinkelt hat. Guck mal, ausgerechnet da beim Opa. Was denn? Diese Blüte hier. Ja. Halb eigentlich müssen wir reingehen. Da steht noch ein alter Schrank, das wahrscheinlich. Ja, ich will reingehen. Man muss nur fragen.
Хоцавид чамцаж